Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem noch ein Sammlungsvideo. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal meine Lidschattenpaletten aus der Make-up Revolution Reihe. Ich hoffe, ich habe sie alle rausgesucht, weil es ist ja immer so eine Sache aus deiner eigenen Sammlung, die ganzen Sachen rauszusuchen. Und beginnen wir am besten direkt mal und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. So, ich beginne erstmal mit einer kleinen Palette und zwar ist das die My Sign Palette von Revolution. Die hatten wohl Sternzeichen und das hier ist, glaube ich, Steinbock. Ich meine Steinbock. Ich habe sie gratis dazu bekommen, deswegen habe ich mir jetzt natürlich nicht Löwe aussuchen können, wie mein Sternzeichen halt ist. Diese Palette ist aber echt toll, da sind Augenbrauenprodukte drin, da ist ein Wachs drin für Augenbrauen, ein Highlighter und die drei Lidschatten. Finde ich richtig geil. Dann habe ich hier von Revolution die Reloaded Iconic Division und das ist, glaube ich, ein Dupe zur Anastasia Beverly Hills Palette. Einfach nur geniale Farben. Ich habe sie schon was länger, jetzt auch länger nicht mehr verwendet, aber ich finde diese Farben einfach mega geil. Also muss ich sagen. Und die kosten auch nur um die 5 Euro, der Knaller. Von dieser Reihe habe ich auch noch die Iconic Fever. Die schaut dann so aus, ist ja mal mega geil. Die sieht so ein bisschen aus wie die Heat Palette, finde ich so. Nur von der Farbfamilie. Richtig mega. So, dann die Revolution Epic Palette. Die habe ich vor etwas längerer Zeit, was ist längere, aber ich glaube so vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich die mal verlost, weil ich mir die doppelt bestellt habe. Und das ist auch eine wunderschöne Palette. Hier sind jetzt, also hier die ersten vier sind matte Lidschatten, die anderen vier, die nächsten vier sind schimmernde. Und dann hat man hier vier Highlighter. Wundervoll. Wirklich ein Knaller von einer Palette. Finde ich sehr schön. Dann habe ich hier die Redemption Palette und ich glaube, dass das die Naked 2 Dupe ist. Also das Naked 2 Dupe. Und ich fand das Naked, also die Naked 2 Palette fand ich nie so toll. Ich glaube, ich hatte die ganz am Anfang hatte ich die, dann habe ich die aber ganz schnell wieder abgegeben, weil ich die nicht so toll fand. Und danach habe ich echt gesagt, so, boah, das ist echt die Palette, wo ich am wenigsten mit anfangen konnte. Aber dann habe ich die in einem Trash-Päckchen bekommen und ja, um einfach mal so ein, ja, ich weiß ich nicht, also einfach zu sagen, ich habe ungefähr solche Farben wie die Naked 2 enthält, ist schon ganz cool. Obwohl, ich denke mal, in meiner Sammlung hätte ich die auch so gefunden, die Farben, aber... So, dann die Revolution Neutrals vs. Neutrals. Und die ist... Schade, dass die hier nicht durchsichtig sind, dass man direkt reingucken kann. Aber so an sich ist die Palette wirklich mega, 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 mega schön. Die habe ich damals von der lieben Melanie von vom Kanal Melo Flori geschenkt bekommen. Und also... Ich glaube, ja, geschenkt. Ich glaube, im Trash-Päckchen haben wir gemacht und dann haben wir uns jeweils ein neues Produkt dazugelegt und das war ihrs. Ich finde sie super schön. Habe ich damals auch einen Look zugemacht. Weiß nicht, ob ich das finde. Dann habe ich hier die Ultra Professional Eyeshadow Eyes Like Angels. Und ja, die behalte ich für so Halloween-Looks oder Karneval-Looks oder so. Weil die ist schon sehr bunt, aber da sind natürlich auch zwischendurch so ein paar neutrale dabei. Ich finde, solche Farben sollte man doch mal zu Hause haben, wenn man doch mal Bock hat, irgendwas Ausgefallenes zu schminken. Und gerade an Halloween oder sowas oder Karneval schminke ich dann doch mal was Außergewöhnliches. So, dann die Stripped and Bare Palette. Ich habe letztens angefangen, wieder meine Umverpackungen, um manche Produkte zu tun, weil ich einfach keinen Platz habe für die Umverpackungen. Naja, und zwar heißt die Pro Look. Drei Looks in einer Palette, Stripped and Bare. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Und die ist auch wundervoll. Die erinnert mich ein bisschen an die Too Faced, glaube ich, ist das. Auch wunderschöne Farben. Das sind so halt in so Blocks gerichtet. Man kann die natürlich komplett nehmen, wie man möchte. Aber ich glaube, die Aufteilung ist so, dass es so alles so zusammenpasst. Ja, auch sehr schöne Palette. Dann hier die Revolution. Ups, die blendet. Revolution Palette. Sie heißt Fortune Favors the Brave. Die habe ich mal in einem Trash-Päckchen, glaube ich, bekommen. Und die Palette sieht so aus. Finde ich wunderschön. Richtig, richtig schöne Farben, finde ich. Dann als erstes gedacht so, weiß ich nicht. Und dann auf einmal geliebt ist die Soph X. Ich hoffe, die spricht man überhaupt so aus, Palette.
Ich habe erst gedacht, die ist mir viel zu rosa, viel zu korallig, aber genau das macht so das richtig geile Augen-Make-up aus. Also ne, richtig, wirklich. Von allen Paletten, die ich euch gezeigt habe, ist die, würde ich sagen, die geilste. Richtig tolle Palette. Dann habe ich letztens, das muss ich noch testen und so, deswegen steht die eigentlich da noch, ist die Kisu-Palette. Die habe ich letztens in einem Trash-Päckchen bekommen. Ich finde ja die rosane Verpackung. Ich glaube, ich hätte das auch schöner gefunden als das Rosane, aber das Rosane macht natürlich auch was her. Und zwar ist das auch wieder großer Spiegel hier unten und das hier sind die Farben. Ich hatte sie tatsächlich bei Rossmann auch in der Hand, aber habe sie dann liegen gelassen, weil ich gesagt habe, ich habe genug. Allerdings, wenn ich die in einem Trash-Päckchen bekomme, freue ich mich natürlich sehr darüber und ich lege die jetzt wieder hier hinten hin. Und jetzt zu dem Thema, warum ihr dranbleiben solltet. Ich möchte etwas an euch verlosen. Ich habe zwar die Verpackung hier oben leider ein bisschen demoliert, wie man sieht, aber die ist komplett neu. Das ist die My Sign Palette Earth. Also quasi die Erdtöne, weil von den vier Elementen nenne ich es jetzt einfach mal. Und da ist jetzt, das ist hier die Taurus, Vigro und Capricorn ist da drin. Das sind halt die erdigen Sternzeichen. Und ich habe die halt mal aufgemacht, weil ich die halt mal sehen wollte. Und ich mache das jetzt wieder. Und ich habe die wirklich nicht verwendet. Nur die Verpackung ist halt ein bisschen lediert. Und ich finde diese Palette wirklich traumhaft schön. Die habe ich damals extra für euch mitbestellt. Weil ich gesagt, ich wollte irgendwas haben, was dann halt für jedermann etwas ist. Nicht nur Rosé, nicht nur Nude und so. Und hier ist, denke ich, für jeden was dabei. Habe ich damals extra, wie gesagt, dazu bestellt, weil ich euch einfach auch mal eine Freude machen wollte. So, und wenn ihr an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, bitte lest erstmal die Infobox, da steht alles Wichtige drin, was es zu wissen gibt, wohin, also wie weit die Verlosung geht und wie alt ihr sein müsst und was für bis wann die Verlosung geht und so weiter. Ich möchte einfach nur von euch, dass ihr mir euer Sternzeichen als Hashtag in die Kommentare schreibt und danach halt euer Kommentar, was ihr eh schreiben wolltet. Und das Like für das Video nicht vergessen, weil das ist natürlich auch ganz schön. Und was natürlich auch wichtig ist, dass diese Verlosung gilt nur für meine Abonnenten. Wenn ihr da natürlich Bock drauf habt, könnt ihr gerne anklicken, dass ihr dann halt auch kein Video mehr von mir verpasst. Ja, auf jeden Fall, das ist dann die Palette, die ihr gewinnen könnt. Und ich hoffe, dass ich euch so ein mit diesem kleinen Gimmick hier eine kleine Freude machen kann, weil ich möchte euch auch einfach was zurückgeben. Und ja, ihr seid einfach toll und Dankeschön fürs Anschauen des Videos. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.